Also wir schauen uns heute dieses Tutorial Topology Optimization of a Hook with Stress Constraints an. Und das Erste, was wir hier in dem Tutorial-File sehen, ist, dass wir irgendwie einen Spannungs-Constraint haben. Das heißt, innerhalb von diesem Haken soll eine Maximalspannung von 420 Newton pro Quadratmillimeter nicht überschritten werden. Diese 420 Newton pro Quadratmillimeter sind von Mises Stress. Und diese Zahl bedeutet jetzt eben das Äquivalent zu einem eindimensionalen Zugversuch, wo praktisch das Material versagen würde, wahrscheinlich jetzt vielleicht bei einer Größe von 430 oder sowas. Man soll noch ein weiteres Constraint einbringen, und zwar die Volume Fraction soll kleiner 0,3 sein. Das ist jetzt die Frage, das ist jetzt Volume Frac, was bedeutet das? Das meint, dieses Volumen, was aus der optimierten Geometrie rauskommt, soll nur 30% des ursprünglichen Volumens sein. Das heißt, 70% des Volumens soll mindestens rausgenommen werden. Das ist so der Fakt, der dahinter steckt. So, gut. Und wir werden jetzt wie folgt vorgehen. Und zwar im HyperWorks werden wir jetzt nicht auf Open Model gehen, sondern wir haben jetzt eine FEM-Datei, die wir importieren werden. Und da ist dieser Modell mit einem grünen Pfeil links oben zuständig dafür. Da kommt ihr hier auf so eine Maske und könnt hier auswählen, OptiStruct zum Beispiel als Interpret für die File, die ihr auswählt. Und noch mehrere Import-Options, die wir aber jetzt mal auf dem Standard belassen. Das heißt, wir wählen jetzt mal die File aus und die File ist zuerst mal im C-Verzeichnis, wo das Programm liegt, Altair 12.0, jetzt auf Tutorials, dann auf HW-Solvers, OptiStruct, und da soll es eine Datei geben, die nennt sich hook.fem. Hier. Und da drücken wir jetzt auf Öffnen. So, wenn das passiert ist, dann gehen wir jetzt mal auf Import. Das muss hook.fem heißen, oder? Hook.fem, ja. Nee, das wird wahrscheinlich das sein, da wird nur die Dateiendung ausgeblendet werden. Und dann nimmt man sich mal ein bisschen Zeit, um die ganze Geschichte mal anzuschauen, was hier drin ist. Also, wir haben hier so einen Haken und hier drin ist ein 1D-Element, also ein Kraftverteilungselement. Und mehrere Kräfte, die angreifen. Da befinden sich Lagerpunkte, die in Rot dargestellt werden. Und diese Rigid-Elemente, die mit den RBE2-Elementen hier erstellt worden sind. So, gibt es noch Probleme mit der Datei? Also bei euch wird wahrscheinlich Hook. Es heißt einfach Hook, weil ihr die Dateiendung nicht eingeblendet habt. Das heißt, ihr drückt einfach auf Hook und sagt Importieren. Und dann habt ihr diese Struktur wie hier. Probiert es einfach mal aus. Normalerweise denke ich, dass ihr auf so eine Struktur rauskommen werdet. Die Lagerbedingungen sind hier enorm groß gezeichnet. Und das kann man editieren, indem man Analysis auf Constraints geht und hier das Size mal auf 1 runtersetzt. Und das gleiche gilt auch für die Kräfte, wo man jetzt aufpassen muss. Man sieht hier Kräfte und Momente, das sind unterschiedliche Sachen. Also hier dieser Doppelpfeil, sind keine zwei Kräfte, sondern das ist ein Moment. Das heißt, die Momente kann man hier in der Größe noch verändern. Beziehungsweise wenn man die Momente verändert, verändert man auch die Kräfte, die hängen zusammen. Gut, aber das ist jetzt praktisch nur visuelle Verschönerung. Man kann sich noch die Load-Steps, die Load-Kollektoren farblich ein bisschen differenzierter darstellen mit einem grün, blau und rot. Aber so, glaube ich, hat man mal für einen ersten Eindruck alles bekommen. Das Modell, wie man
Ja, die Standardeinsichten passen euer Modell immer direkt ein. Die Standardeinsichten sind ein Weg, um das zu tun. Eine andere Möglichkeit wäre Steuerung und die mittlere Maus darstellen. So, wir werden weitermachen und zwar gucken wir uns jetzt an, was wir zusätzlich brauchen. Also wir haben jetzt hier eigentlich schon ein vollkommenes Modell mit Lastbedingungen, Randbedingungen, die absolut komplett schon implementiert sind. Da müssen wir eigentlich nichts mehr dran ändern. Wir können jetzt mal, der Spaß halber, können wir jetzt einfach mal eine Rechnung starten. Also wir haben jetzt ein Hypermesh-Modell, das können wir auch speichern. In dem Fall werden wir mal File, Save As, Model. Und ich habe mir bei mir vorher schon mal einen Ordner erstellt. Ihr könnt es auf einem Desktop in einen neuen Ordner packen oder wo ihr wollt. Und da werde ich jetzt das Ganze Hook nennen und die Datei hook.hm. Und dann speichert es mir das Modell, dann habe ich das später mal nochmal zur Verfügung. Wenn der Speichergang erfolgreich war, seht ihr links unten, File has been saved. Und wir gehen jetzt weiter und rechnen das Modell. Das Modell wird gerechnet über Analysis Optistruct, also Radio Button Analysis und dann rechts unten, ganz rechte Spalte, ganz unten Optistruct. Und da kann ich jetzt auswählen, wohin meine Rechnung gespeichert wird. Also ihr müsst unterscheiden zwischen dem Modell und der Rechnung. Eine Rechnung, beziehungsweise das Input-File für eine Rechnung, hatte die Dateiendung .fem. Und das Modell hat die Dateiendung .hm. Das ist der Unterschied. .fem bedeutet nur eine Textdatei, die in den Solver reingeschickt wird, wo alles, was ihr im Modell gemacht habt, drin inkludiert ist, aber Textform. Das hm-Modell ist praktisch wie das docx-Dokument bei Word. Also eine Version, mit der nur Word etwas anfangen kann. Wenn docx im Textformat, also im Texteditor geöffnet wird, gibt es kryptische Zeichen. Gut, wir wählen jetzt also einen Ordner, zum Beispiel einen Unterordner namens Analyse, weil wir jetzt noch nicht optimieren. Und in diesem Analyseordner drücken wir dann praktisch Speichern und mit den Default-Einstellungen mal auf Optistruct. Dann öffnet sich nämlich ein Fenster und wir haben eine Rechnung drin, die dann einfach nur eine Analyse darstellt. Also wenn ihr nicht mitkommt, dann schaut zu. Es ist in dem Fall wichtiger, dass ihr das nachvollziehen könnt, weil das Klicken, Suchen ist schwierig, da was rauszuziehen. Wenn es kein Optistruct gibt in den Knöpfen, dann ist es ein User-Profile-Fehler. Dann habt ihr beim Klick praktisch auch das Programm nicht als User-Profile Optistruct ausgewählt. Dafür geht man im Modell nochmal auf Preferences User Profiles und dort kann man sich nochmal den Optistruct Interpreter auswählen als Modell, für welches man preprocessed. Dann verändern sich auch die ganzen Knöpfe nochmal und dann habt ihr auch das Optistruct. Gut, wenn man sich die Rechnung jetzt mal anschaut, was haben wir hier? Wir haben die einzelnen Subcases, wo jeweils eine unterschiedliche Deformation sichtbar ist und wir können uns das Ganze mit einem Contour-Field mal anschauen, wo sich was verformt. Die Plausibilitätsprüfung kann man machen, zum Beispiel hier, dass man hier so kreisförmige Verschiebungs-ISO-Linien sieht. Ist eigentlich ein Indikator dafür, dass man es richtig gemacht hat, weil hier wahrscheinlich eine Kraft senkrecht oder sowas ähnliches eingeleitet wurde und aus dem Momentensatz so etwas folgt, also so eine ähnliche Verschiebung. Man kann sich die Verschiebung auch anzeigen lassen als Vektorfeld. Das sieht dann ein bisschen anders aus, also wo verschiebt sich welcher Knoten wohin. Wie gesagt, das sind praktisch Post-Processing-Möglichkeiten, die ihr jetzt direkt habt und wo ihr jetzt noch nichts dafür tun musstet. Diese Rechnung ist praktisch schon aufgesetzt worden, wie wir das auch in den letzten Stunden mal gemacht haben. Und wir kümmern uns jetzt heute hauptsächlich um den Teil, wo die Topologieoptimierung definiert wird. Also egal, ob ihr jetzt
ein Problem hattet mit der Visualisierung oder ein Problem habt mit der Optistruct-Rechnung, ihr könnt jetzt wieder voll einsteigen, weil wir haben am Modell noch nichts geändert. Die Topologieoptimierung gründet sich praktisch hier in diesem Optimization-Fenster, also in diesem Knopf hier, wo Optimization dran steht. Analysis, der Radio-Button Analysis, und hier der rechteste Spalte, vorletzter Knopf, Optimization, da kommt ihr praktisch in ein anderes Panel, wo ihr sehr viele Knöpfe wieder habt, und hier ist mehr oder weniger die Zentrale für eure Optimierung. Hier erstellt ihr vier Dinge, glaube ich. Die Topologie-Optimierungskarte, die Responses, die Deconstraints und die Objectives. Das heißt, die Randbedingungen für, also Rahmenbedingungen kann man jetzt eher sagen, die Rahmenbedingungen für die Topologieoptimierung, was sind das für Elemente und wo darf ich Elemente wegnehmen, wo nicht. Die Systemantworten, also sowas wie Masse, Verschiebung oder ähnliches. Die Deconstraints, die Randbedingungen jetzt für bestimmte Responses, und Objectives sind die Ziele, nach denen ihr optimieren wollt. Wenn ihr jetzt also in diesem Optimization Panel seid, das erste, was ihr macht, ist, ihr kreiert eine Topologie-Optimierungskarte für eine Topologie-Optimierung. Links oben habt ihr den Knopf Topology. Wenn ihr da drauf klickt, habt ihr wieder ein Fenster, wo ihr Sachen machen könnt, und hier erstellt ihr zunächst mal unter Create eine Topologie-Optimierungskarte. Die Topologieoptimierungskarte kann man zum Beispiel Shells nennen oder D-Shell. Das bleibt einem jedem selber überlassen. Und man kann hier, ganz wichtig, dass der Type auf P-Shell steht. Weil wie ihr seht, haben wir hier P-Shell-Elemente, also Schalenelemente, keine Solid-Elemente. Aufgrund dessen macht es auch Sinn, eine Topologieoptimierung mit dem Typ P-Shell zu nehmen. Klar. Dann ist die Property hier wichtig. Weil man muss ja wissen, welche Property der Solver verändern darf. Also hier haben wir mehrere Properties. Wenn ihr euch hier im linken Modellbaum mal orientiert, gibt es hier das Feld Properties. Da gibt es eine Design Property, die ist rot dargestellt. Im Moment muss man die rote Farbe umsonst suchen, weil hier die Farbgebung bei Component, hier rechts unten, also wie die Component aussieht, so wird die Farbgebung gerade angezeigt. Wenn man das umstellt auf By Property, sieht man dann auch, welche Property was bedeutet. Und hier hat man gesagt, dieses Auge, dieses Blaue, das will ich nicht angreifen. Hier habe ich meine Bolzenberechnung gemacht und ich weiß, ich brauche so und so viel Material. Das Rote ist mein Design Space, hier will ich angreifen. Und das Grüne ebenso, da hat man praktisch eine Unterscheidung gemacht. Und was man nicht machen will, ist, man will nicht die untere gelbe Platte hier verändern oder eben das blaue Auge. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal auf Props klicken, zweimal in dem Fall, dann können wir anwählen Design und Base und die beiden selektieren. Das sagt der Topologieoptimierungskarte, ich darf die Elemente von diesen zwei Properties angreifen bzw. verändern. Auf Select klicken ist die Property praktisch erstellt bzw. zugewiesen. Und als Base Thickness werden wir wieder 0 einstellen. 0 heißt deswegen, ist deswegen 0, weil man kann ja auch sagen, es muss einen praktischen Druckbehälter sein. Also irgendwie, es darf Luft nicht entweichen, da muss ich eine minimale Dicke noch zulassen. Und in dem Fall, wenn ich jetzt sage, es soll aber Minimum an jeder Stelle noch 1 mm dick sein, kann man das hier einstellen. Aber wir werden das nicht machen, wir werden die Base Thickness auf 0 setzen, den Type of P-Shell, Name eingegeben, Property ausgewählt und dann auf Create klicken. Wenn das passiert ist, dann können wir hier sehen, dass wir eine Design-Variable haben, namens Shells mit der ID 1, und das wäre praktisch der erste Schritt. Also ihr habt eine Topologie-Karte erstellt. Das nächste, was man hier machen kann, sind Parameter ändern. Und zwar wollen wir jetzt zum Beispiel eine Minimum Member Size aktivieren. Das heißt, unsere Streben können ja beliebig dünn werden oder dick werden. Im Moment haben wir keine Vorgabe. Und wir gehen dazu in den Radio Button Parameters und haben hier Minimum Member und Maximum Member. Und diese zwei werden wir mal anklicken und definieren. In unserem Beispiel werden wir die Minimum Member Size auf 6 stellen,
und die Maximum Member Size auf 21. Das heißt, die Streben, in Anführungszeichen, die Versteifung, die der Solver produzieren wird, werden im Bereich von 21 mm und 6 mm liegen. Gut, dann haben wir noch das Stress Constraint, wie wir es oben gesehen haben, rechts oben. Und da können wir das mal eingeben, 420, und dann sind unsere Parameter definiert. Jetzt ist aber wichtig, dass ihr wisst, dass jetzt noch nichts geschrieben wurde. Erst wenn ihr auf Update klickt, seht ihr links unten, dass the Design Variable has been updated, und dann sind die Parameter auch drin. Man kann das überprüfen, braucht ihr jetzt nicht mitmachen, wenn man hier bei der Design-Variable rechts und Card Edit klickt. Und dann sieht man hier, aha, PShell 18, 19, irgendwelche IDs, Member Size 621 und Stress 420. Dann sehen wir, dass die Sache reingeschrieben wurde. Das war am Anfang, also bevor wir upgedatet haben, noch nicht der Fall. Gut, das wär's für die Topologieoptimierung, also für die Karte. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und erstellen Responses. Also wir klicken auf Return und dann sind wir wieder in diesem Hauptfenster von der Optimierung und haben in der Mitte ganz oben einen Knopf, der nennt sich Responses. Da klicken wir mal drauf. Und jetzt wollen wir diese Wolf-Rack erstellen, praktisch das Volumenverhältnis optimiertes Bauteil zu jetziges Bauteil. Wir nennen hier das Ding Wolf-Rack. Und das ist der Name. Und links unten können wir bei mir steht jetzt hier Static Displacement, wahrscheinlich steht bei euch Maß oder sowas ähnliches, können wir jetzt mit diesem Dreieck einmal klicken und in der ersten Spalte, vierte Zeile, finden wir dann Volume Frag. Das können wir dann auswählen und dann seht ihr, dass auch noch eine Unterscheidung gemacht wird. Hier gibt es Total oder man kann auch eine Property auswählen. Aber in dem Fall werden wir die Total eben nicht lassen, sondern wir werden die Property wählen und sagen, wir wollen jetzt, dass die Property Design und Base jeweils zusammen, also kombiniert, die beiden zusammen soll das Ausgangsvolumen darstellen. Und auch nur hier wird dann praktisch dieses Wolf-Rack gebildet. Also nochmal zum Mitmachen, hier nicht eben Total, sondern bei Entity, dann in Props klicken und Design und Base auswählen. Bedeutet, nicht das gesamte Volumen soll 70% weggemacht werden, sondern eben nur Design und Base, also das Grüne und das Rote. Das ist jetzt 100% Volumen und davon soll 70% weg. Okay? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr ein Riesenauto habt und das ist komplett wichtig und komplett drin und ihr wollt aber nur eine kleine Aufhängung verändern, dann wollt ihr nicht, dass 70% des Materials vom Auto rausgenommen werden, sondern eben 70% von der Aufhängung. Deswegen ist das hier nochmal editierbar. So, also Wolf-Rack ausgewählt, Properties definiert, können wir auf Create drücken. Als nächstes bauen wir eine Compliance. Und ich glaube, das heißt Weighted Compliance, eine gewichtete Compliance. Compliance bedeutet die Nachgiebigkeit. Nachgiebigkeit ist praktisch der Kehrwert von der Steifigkeit und die Nachgiebigkeit wird maximiert, wenn die Steifigkeit, andersrum. Die Steifigkeit soll maximiert werden und infolgedessen muss die Nachgiebigkeit minimiert werden. Das ist praktisch nur eine Definitionssache. Die Weighted Compliance verlangt jetzt hier die Eingabe von irgendwelchen Load Steps. Und zwar, welche Load Steps sollen jetzt überhaupt berücksichtigt werden? Soll ich mich jetzt auf den Load Step des Moments A, B, C oder D richten? Ja, das ist so die Unterscheidung hier. Und wenn ich jetzt sage, ich klicke einfach alle an, dann sage ich damit, dass jeder Lastfall mir gleich wichtig ist. Es gibt dann später mal irgendwelche Lastenhefte, wo ihr Kriterien habt, dass es zu 70% wichtig ist, nach diesem Lastfall nichts zu versagen. Oder zu 30% von dem anderen. Also wir werden einfach alles anklicken und dann auf Return klicken. Und dann ist es die Lastfallauswahl getätigt. Und dann können wir auf Create klicken, um die gewichtete Compliance zu erstellen. Und jetzt habe ich einen Fehler bekommen. Klar, ich muss es auch anders benennen.
Ich darf nicht nochmal Wolfrag eingeben, sondern ich sage jetzt einfach dazu weighted. Weighted comp und klicke dann auf create. Und dann seht ihr auch im Modellbaum, immer überprüfen auf dem Modellbaum, ob das, was ihr auf create geklickt habt, auch dort angekommen ist. In dem Fall weighted comp passt, ist da. Und jetzt haben wir eigentlich schon alle Responses, die wir brauchen. Bei diesen Loads, der Plus B bestätigen müssen, noch, also wenn man das angeklickt hat, musste man da noch bestätigen, damit das angeklickt wird, dann wieder drauf geht, ist wieder alles weg. Ja, das kann man mal überprüfen. Also die Frage war, ob man noch was bestätigen musste bei den Load Steps. Wenn man die Optimization Response Weighted Compliance hat und Rechtsklick und Card Edit klickt, dann sehen wir hier, aha, und das ist jetzt ein wirklich berechtigter Einwand, er hat hier nichts reingeschrieben. Das heißt, wir schauen uns das nochmal an. In dem Fall Responses, Weighted Compliance, Load Steps, wenn man hier alle selektiert und dann auf Return klickt, dann auf Update, sollte eigentlich, also normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass hier in der Karte was drinsteht. Das werden wir sehen. Also für mich, mir kommt es jetzt auch ein bisschen spanisch vor. Ich hätte jetzt erwartet, dass da was drinsteht. Aber ich sehe hier aber auch keinen anderen Knopf. Also wenn ich mir jetzt hier das nochmal anschaue, bei Weighted Compliance, habe ich hier die Load Step Auswahl, kann All sagen, Reverse, aber ich habe hier nichts irgendwie zum Selektieren. Deswegen. Und auch im Tutorial steht jetzt nichts dran. Das werden wir sehen. Vielleicht hat er diese Information woanders reingeschrieben. Wenn es einen Fehler gibt, wissen wir dann wenigstens warum. Guter Einwand. Okay, als nächstes schauen wir uns Constraints an. Also wir sind immer noch in diesem Optimization Panel, wo ihr über Analysis Optimization reingekommen seid. Jetzt definieren wir die Constraints. Das ist genauso wieder in der Mitte. Unterhalb von Responses gibt es die Constraints. Und die Constraints ist eine Möglichkeit, bestimmte Responses zu limitieren. Wenn ihr zum Beispiel die Response habt, dass eine statische Verschiebung von einem Knoten X in Y-Richtung die Response sei, dann könnt ihr sagen, das soll aber nur maximal 10 mm so groß sein. Und das machen wir jetzt hier auch ähnlich. Und zwar, wir machen das mit dem Wolfrag Constraint. Das heißt, wir nennen das jetzt zum Beispiel V-Frag und sagen eine Upper Bound von 0.3. Das bedeutet maximal 0.3 als Wolfrag. Also, wie gesagt, optimiertes Volumen geteilt durch Ausgangsvolumen, jetziges Volumen. Die Response müssen wir natürlich auswählen und hier wählen wir die Wolfrag Response aus und dann klicken wir auf Create. Immer überprüfen, ob hier Optimization Constraint, ob das Ganze auch angekommen ist. So, als letztes bauen wir noch die Zielfunktion. Ihr wollt ja in dem Fall die Steifigkeit maximieren von diesem Bauteil, aber gerade noch so gut, dass eben, also so viel Material noch übrig lassen, dass 420 Newton pro Quadratmillimeter nicht überschritten werden. Okay, dazu werden wir auf Return klicken. Und jetzt hier noch auf das Objective gehen. Mittlere Spalte ganz unten, Objective. Und zwar wollen wir jetzt hier was minimieren. Also wie gesagt, Steifigkeit maximieren heißt Compliance minimieren. Und Response ist in dem Fall die Weighted Compliance, die wir erstellt haben. Dann klicken wir wieder auf Create und sehen wieder links im Modellbaum, sehen wir, Objective wurde erstellt. Gut, und das wäre es soweit für das Aufsetzen. Jetzt schauen wir mal, ob es auch so rechnet. Und dazu ist es wichtig, dass ihr im Analyze auf OptiStruct klickt und hier unter Save As einen Ordner auswählt. Also, da speichert ihr dann später eure Optimierung rein. Ich nenne das jetzt einfach mal Optimierung. Dann klicke ich doppelt drauf und drücke dann auf Speichern. Also in diesen Ordner wird es dann praktisch reingeschrieben
und hört auf die Dateiendung .fem. Das ist sehr wichtig, dass hier .fm und nicht .hm steht oder sowas in der Art. Und dann können wir noch verschiedene Optionen hier noch auswählen, zum Beispiel die Memory Options. Können wir sagen, dass wir eine bestimmte Anzahl an Megabytes an Arbeitsspeicher dafür reservieren wollen. Zum Beispiel hier würde ich sagen, wir geben jetzt mal 2 GB vor. Wir brauchen wahrscheinlich nur 400 MB oder sowas um die Kante. Aber wir werden mal 2 GB reservieren für den Fall. Und hier die Run Options müssen wir umstellen auf die Optimization. Die Export Options würde ich eigentlich generell auf All stellen. Und wir können hier in den Options, das braucht jetzt aber nicht mitmachen, das ist nur, weil meine Kiste wahrscheinlich etwas langsamer ist als eure, ein Parameter eingeben, der nennt sich Strich NPROC Leerzeichen 4. Das heißt, die Anzahl der Prozessoren ist 4, was er jetzt ziehen kann. Also er wird damit ein bisschen was aufteilen, aber der Effekt ist bei zweidimensionalen Modellen nicht so groß. Gut. Wenn das so drin ist, drücken wir mal auf Optistruct und schauen, was passiert. So. Hier sagt er, dass er einen Fehler hat, und zwar, dass die Minimum Member Size zu groß sei. Und da werden wir jetzt nochmal kurz zurückschauen, was wir da eingegeben haben. Vom Tutorial sollten wir aus 6 eingeben, und das haben wir auch getan. Das werden wir jetzt nochmal kurz überprüfen. Das war ein Analysis, Optimization und dann Topology bei den Parametern. Tja, das passt eigentlich so schon. Hat jeder diesen Fehler? Ja? Okay, dann schauen wir uns den nochmal genauer an. Also komisch, ich habe jetzt den Fehler hier nicht mehr. Naja, wir werden mal die Results anschauen und schauen, was da passiert ist. Beziehungsweise, wir können auch mal das Output-File, das habt ihr vielleicht auch noch nicht gemacht, wenn ihr so eine Optistruct-Rechnung habt, habt ihr immer dieses Output-File, was ihr euch anschauen könnt. Und wenn jetzt hier dran steht, Maximum Memory used so und so, sehe ich hier eigentlich nur eine statische Analyse. Das heißt, er hat hier nicht optimiert. Das heißt, wir prüfen nochmal, ob alles drin ist, was wir auch brauchen. Also wir hatten eine Design-Variable Shells. Wir hatten Optimization Responses, Wolfrack und Weighted Compliance. Wir hatten das Optimierungs-Constraint Vfrag. Und wir hatten das Objective. Okay. Ja, die Weighted Compliance sollte zum Minimum werden, das haben wir gemacht. Das Wolfrack war Upper Bound 0,3. Alle Load Steps waren eigentlich aktiviert und hatten eine 1. Ich muss mir den Fehler nochmal anschauen. Es scheint so, als würde er nach der ersten, nach dem ersten Iterationsprozess abbrechen. Ich nehme an, dass man hier jetzt einen Fehler hat im Tutorial selber. Und wir werden jetzt einfach Folgendes machen. Wir haben ja gerade gesehen, dass die Mesh Size 0,7 ist.
Das heißt, wir schauen jetzt mal nochmal rein. Ins Out-File, ob er da mit der Optimierung überhaupt beginnt. Ich glaube, diese 6 bezeichnen Millimetern, aber gerechnet hat er hier in Metern. Das kann auch sein, dass beim Import irgendwas schief gegangen ist, aber hier sagt er, dass die Average Mass Size eben 0,789 ist. Wir werden jetzt einfach Folgendes machen, wir werden die Minimum Member Size und Maximum Member Size werden wir jetzt einfach mal um einen Faktor 10 reduzieren. Das heißt, in der Topologieoptimierung sind es 0,6 und 2,1. Anstatt 6 und 21. Und dann natürlich auf Update klicken. Und dann werden wir es nochmal probieren. Schauen, ob er dort zu iterieren beginnt. Ansonsten, ja, jetzt scheint es besser zu sein. Also es kann natürlich auch sein, dass man da einfach einen Fehler gemacht hat vom Tutorial aus, dass es einfach falsche Werte waren. Oder dass man im Import was einstellen sollte, das in Metern zum Beispiel gerechnet wird. Oder in Millimetern. So ist in der Art. Auf jeden Fall, bei mir läuft das jetzt durch. Man sieht das jetzt hier in der Iteration, die immer hochzählt, oben. Und man braucht so für eine Iteration, bei mir jetzt so vielleicht 3-4 Sekunden. Und ich nehme an, dass es unter 50 Iterationen braucht, bis dieser Prozess fertig ist. Was auch hier recht nett ist, man kann währenddessen zuschauen, was er hier gerade macht. Also hier sagt er zum Beispiel die maximale, der Überhang, was man hat, zu diesen 420 geforderten Newton pro Quadratmillimeter, ist eben so und so groß. Ja, also was man jetzt hier rausbekommen hat, ist Folgendes. Man sagt, also der Output sagt, er kann es überhaupt nicht machen. Also er hat es nicht hinbekommen, eine Struktur zu kreieren, die in diesen Parametern liegt, die wir es jetzt vorgegeben haben. Weil das Stress Constraint eben immer überschritten wurde. Ja, und das macht jetzt aber nochmal gar nichts. Wir werden uns jetzt mal anschauen, was für einen Designvorschlag er bringt und dann vielleicht unsere Werte dementsprechend anpassen. Also wir haben hier, wenn man auf Results klickt, hat man dann folgendes Fenster. Es gibt zwei Results, mehr oder weniger. Es gibt zwei H3D-Dateien. Das eine ist eine Design-H3D-Datei und das andere eine Lastfall-H3D-Datei. Und hier sind wir in der Design-H3D-Datei und können jetzt hier die letzte Iteration auswählen und uns da die Elementdichte anzeigen lassen. Und das scheint hier eigentlich schon relativ gut zu sein. Also vergleichen wir es mal mit dem, was rauskommen soll nach dem Tutorial. Ja, das ist ein bisschen eine andere Struktur. Aber ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass die Einheiten falsch sind oder ähnliches. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Also man kann sich Folgendes anschauen, wie eben gerechnet wurde. Und man kann zudem auch noch die Elemente nach ihrer Dichte rausschneiden. Das sieht dann so aus und man kann diese Struktur dann wachsen lassen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und kümmern uns mal noch um die Probleme, genauso wie auch um den Fehler, den wir da hatten, ob wir da vielleicht mit der Minimum Member Size oder Maximum Member Size